Am Wort ist nun Gerhard Daimek von der FPÖ. Er ist ebenfalls erst Sprecher vom Ausschuss Forschung. Er ist Sprecher der FPÖ vom Bereich Forschung, Innovation und Digitalisierung. Was die Transparenz im Bereich Klima unterstützt, aber auch die Technologie und die Wissenschaft weltweit fördert, sagt der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Josef Aschbacher, übrigens ein Österreicher. So, und wie schaut es jetzt wirklich mit den budgetären Mitteln aus, mit der Strategie dahinter? Ich glaube, dass die Frau Bundesminister nach längerem Drängen und Drücken nicht nur der Freiheitlichen, auch der anderen Oppositionsparteien einmal zumindest die Richtung erkannt hat, dass sie weiß, Forschung und Entwicklung im Allgemeinen, aber auch die Weltraumtechnologie bringen große Vorteile, bringen Vorteile kurzfristig, langfristig, aber auch mittelfristig. So, kurzfristig. Immer wieder wird beklagt, dass wir nicht genügend Daten und Aufzeichnungen über die globalen Veränderungen haben. Die Weltraumtechnologie unterstützt. Wie schaut es mit dem Mittelfristigen aus? Ganz grundsätzlich, Forschung und Entwicklung liefert nicht nur kurzfristig Arbeitsplätze im Hochtechnologiebereich. Es sind auch die neuen Produkte, die die Wirtschaft, die Industrie auf den Markt bringen kann und langfristig damit das Überleben dieser Betriebe sichern kann. Diesen Teil, glaube ich, hat die Frau Bundesministerin verstanden. Was wir aber noch zu kritisieren wäre, wäre der zweite Schritt. Es geht um die Höhe der Mittel. Es geht um die Höhe der Mittel, damit auch wirklich unsere österreichischen Betriebe, und die Kollegin Niss hat das schon angeführt, dass das auch wirklich in dieser Breite umgesetzt werden kann. Unsere Wirtschaft, unsere Industrie, nicht nur im Weltraumbereich, kann wesentlich mehr, als derzeit an Mitteln zur Verfügung gestellt wird. Und dazu bringe ich auch noch einen Antrag ein, einen Entschließungsantrag betreffend deutliche Aufstockung des Beitrags Österreichs für die European Space Agency, ESA. Der Nationalrat möge beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, den Beitrag Österreichs für die European Space Agency deutlich aufzustocken. Warum ist das wichtig, dieser Antrag und die Durchführung? Ich glaube, weniger bei der Frau Bundesministerin zu kritisieren, sondern vor allem bei ihrem ehemaligen Staatssekretär und jetzigen Finanzminister. Was der in seiner Zeit als Staatssekretär den Betrieben und der Wirtschaft zugesagt hat und dann nicht eingehalten hat, was er jetzt wieder macht mit dem System der Rücklagen, bitte nur mal für die grünen Fraktionskollegen, zur Erinnerung, die Rücklagen sind kein fixes Budget. Das ist die Möglichkeit, unter Genehmigung des Finanzministers das umzusetzen. Und wir wissen aus den letzten Jahren, aus unserer eigenen Koalition mit dem ÖVP-Finanzminister und den roten Leuten davor, das wird nicht kommen. Sie werden es sich wünschen dürfen. Der Herr Finanzminister wird freundliche Worte verteilen und er wird keine Mittel lockerlassen. Und das ist das eigentliche Problem, das wir heute in Österreich und in der Republik haben. Es ist der Finanzminister der ÖVP, der für sinnvolle Projekte das Geld nicht freigibt. So sollten wir nicht mit Forschung, mit Entwicklung, mit neuen Technologien umgehen. Und vor allem, wenn wir wollen, so etwas wie Transparenz und vor allem eine entsprechende Transformation der Industrie. Wir reden immer, wir brauchen neue Technologien. Ja, wir haben jetzt im Bereich der Verbrenner, der Automobiltechnik, werden etliche Konsequenzen auf die Industrie zukommen. Wenn Sie da nicht die geeigneten Produkte haben, und jetzt schaue ich wieder zu Ihnen, Frau Kollegin Niss, wenn Sie da nicht die geeigneten Produkte haben, dann werden Sie ein bisschen ein Problem haben am Markt. Nicht nur die Automobilindustrie, auch die Stahlindustrie, die Grundstoffindustrie. Und da braucht es einen Finanzminister, der sich dessen bewusst ist und der nicht nur Zusagen macht, sondern auch das Geld freigibt. Österreich hätte sich das schon längst verdient. Gerhard Daimek von der FPÖ war das mit einem Entschließungsantrag, mit dem Ministerin Gewessler, sie ist heute nicht hier, aufgefordert wird, den Beitrag für die European Space Agency deutlich zu erhöhen. Auf die gebildeten Rücklagen kann man nicht vertrauen, dass die herangezogen werden, so Gerhard Daimek.